Hallo und willkommen, mein Name ist Rainer Rossmann, schön, dass du wieder dabei bist. Dieses Video handelt um einen Baumstrauch, um einen Baum, um eine Giftpflanze, und zwar es geht um die Eibe. Dieses Video möchte ich dem Martin Fürst widmen. Der Martin von der Navisho hat uns YouTubern eine Aufgabe gestellt, und zwar den Lieblingsbaum, den man so hat, vorzustellen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Eibe mein absoluter Lieblingsbaum ist, aber die kann schon einiges, und das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Werfen wir nun einen Blick auf die Bestimmung der Eibe, und zwar wie man das mit den Nadeln machen kann. Wenn ihr euch diese Nadeln jetzt einmal genau anschaut, dann werdet ihr erkennen, dass sie auf der Unterseite anders aussehen als auf der Oberseite. Einerseits einmal von der Farbe und auch ganz leicht von der Struktur. Wichtig bei diesen Nadeln ist, wenn ich jetzt eine runterzwicke, ist das, dass die flexibel sind. Schaut, wie weich und biegsam diese Nadeln sind. Also das könnte ich jetzt mit einer Fichtennadel nicht so einfach tun. Und das ist auch ganz gut, es gibt einen Mittelnerv. Ich blende euch am Ende des Videos ohnehin noch Bilder ein, aber es gibt einen einzigen Nerv, der vom Grund bis zur Spitze der Nadel durchgeht. Ja, also so kann man einmal ganz grob die Nadeln der Eibe bestimmen. Werfen wir nun einen Blick auf die Rinde der Eibe. Und das ist ein gutes Bestimmungsmerkmal. Warum? Denn diese Eiben, die haben sogenannte Schuppenrinden oder Schuppenborken oder wie immer man das nennen will. Das ist halt einfach da so eine Struktur. Ah, da sitzt eine Feuerwanze unter der Rinde. Lustig, ja? Kann man eine Feuerwanze essen? Was meinst du? Wie auch immer, gehen wir wieder zur Eibe zurück. Wir haben halt hier diese Schuppen, und das ist ein gutes Merkmal bei den älteren Bäumen. Ihr seht auch, die ist leicht rötlich, diese Borke, diese Rinde, und auch das hilft zum Beispiel, um es mit einer Fichte oder mit einer Tanne auseinanderzuhalten. Ich blende euch jetzt auch rüber. Hier, da ist jetzt ein Zweig, der rausgeht, da sieht man das auch sehr gut. Das geht alles runter bei den älteren Bäumen. Also wenn ihr einen Blick auf die Borke werft, dann könnt ihr auch die Eibe ganz gut bestimmen. Ein weiteres ganz klares Bestimmungsmerkmal der Eibe sind diese roten Früchte, diese Fruchtkörper. Du hast das sicherlich schon einmal gesehen. Denn die Eibe, ich befinde mich hier in einem Park, die ist eine Parkpflanze, die wird ganz gezielt angesetzt. Und auch in Gärten wird sie sehr oft als Heckenpflanze verwendet, um einen Sichtschutz zu bieten. Also ich bin mir sicher, dass du diese roten Früchte der Eibe schon einmal gesehen hast. Jetzt habe ich Dezember, da ist natürlich nichts mehr mit diesen roten Früchten, aber du kennst sie ganz sicher, und ich blende dir am Ende des Videos auch noch ein Bild dazu ein. Wichtig dabei ist, dass diese Frucht, dieser Fruchtkörper, diese rote Frucht essbar ist. Aber Achtung, die Kerne innerhalb dieses Fruchtkörpers, die sind wieder giftig. Außen gut, innen pfui, naja, das ist so. Aber das ist auch das Stichwort, und zwar sprechen wir ein bisschen darüber, wie giftig die Eibe wirklich ist. Die Eibe ist eine Giftpflanze, die man durchaus ernst nehmen muss, denn das enthaltene Taxin oder die Taxine, da gibt es unterschiedliche Arten, das ist ein Gift, das für den Menschen sehr giftig ist. Wie sieht das aus? Also in der Eibe sind fast alle Pflanzenteile giftig, wir haben schon darüber gesprochen, dieser rote Fruchtkörper außen, der ist nicht giftig, aber die Kerne sind es wieder, genauso wie die Nadeln, die Rinde, das Holz und auch der Baumsaft, das ist alles giftig. Und als Faustformel kann man sich merken, dass 100 Gramm, ja, das heißt eine Handvoll solcher Nadeln der Eibe für einen Erwachsenen, der bei normaler Gesundheit ist, keine Herzschwäche oder andere Dinge hat, tödlich ist. Und das ist halt schon eine Menge, die wirklich satt ist. Ja? Also, ja, wenn man glaubt, das ist keine Eiche, das ist keine Eibe, sondern eine Fichte, und macht sich eine Handvoll in einem Tee zum Beispiel, dann kann das das Todesurteil sein. Die Vergiftungserscheinungen treten relativ rasch auf, das heißt halbe Stunde bis maximal eine Stunde hat man die ersten Vergiftungserscheinungen, und das geht recht rasch, denn wenn ich das jetzt vergleiche mit zum Beispiel Herbstzeitlosen, wo das Tage dauern kann, bis die ersten Vergiftungserscheinungen auftreten, dann ist die Eibe relativ rasch dabei. Wie sieht das aus? Im ersten Schritt der Klassiker Schwindel und Erbrechen, das ist einmal das erste, was die Reaktion des Körpers ist. Wenn die Dosis aber zu hoch ist, dann kommt es zu Atembeschwerden, zu Herzrhythmusstörungen, der Puls steigt auch an, und dann auch innerhalb kürzester Zeit kann dann auch der Tod eintreten, wenn die Dosis zu hoch ist. Das passiert dann durch Atemlähmung, durch Herzstillstand, und du hörst es schon, das ist keine lustige Sache. Ich weiß, viele haben Angst vor den Pflanzen, weil sie eben giftig sind, und es gibt wirklich giftige Pflanzen, wo man nicht spaßen darf, und meines Erachtens nach gehört da die Eibe auf jeden Fall dazu. Nun, warum habe ich sie ausgewählt, diese Eibe? Warum finde ich sie so interessant? Einerseits, weil ich mich mit ihr auseinandersetzen muss, weil sie eine Giftpflanze ist.
Ich trinke gern Kiefernnadeln, Fichten, Tannennadeltees. Und weil ich das halt so gern mache, dann muss ich einfach wissen, was eine Eibe ist, wie die ausschaut, wie ich die von anderen Pflanzen, von meinen Pflanzen, die ich gern trinke als Tee, unterscheiden kann. Deswegen habe ich sie ausgewählt, um auch dich daran teilhaben zu lassen. Aber ich finde die Eibe auch aus einem anderen Grund äußerst interessant. Die Eibe wächst sehr langsam. Und es gibt Individuen, Bäume, die erst ab 100 Jahren geschlechtsreif werden. Also nach 100 Jahren das erste Mal Samen rauspusten in die Luft. 100 Jahre. Und es gibt Exemplare, die hunderte Jahre, 500 Jahre, vielleicht sogar 1000 Jahre alt werden. Von 500-Jährigen habe ich schon gelesen. Und das ist halt schon beeindruckend. Wenn ein Menschenleben 50, 60, 70, 80, 90 Jahre lang dauert und so ein Baum einmal 100 Jahre braucht, um einmal geschlechtsreif zu werden, dann ist das für mich eine ganz andere Dimension und finde ich sehr wertvoll und sehr interessant. Und deswegen habe ich die Eibe ausgewählt. Ich hoffe, es hat auch dir gefallen. Du konntest wieder was Neues lernen, etwas Neues mitnehmen und die Eibe jetzt in Zukunft auch wirklich bestimmen. Denn das hilft dir ganz sicher, um auch einmal einen Kiefernnadel, Tannennadel oder auch einen Fichtennadeltee zu probieren. Ich sage danke fürs Zusehen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.